Der Andrang im Laubuscher Kulturhaus war bei weitem nicht so groß wie zur ersten Versammlung, die Stimmung nicht ganz so hitzig. Trotzdem war ein gewisser Unmut über die Situation, die sich aber offenbar nicht ändern lässt, zu spüren. Und deshalb betonte Bürgermeister Frank Lehmann mehrfach, dass es ein Miteinander, kein Gegeneinander geben muss, um den sozialen Frieden im Ort nicht zu gefährden. Es kann nur funktionieren, wenn wir ein gegenseitiges Verständnis füreinander schaffen. Das heißt, die Flüchtlinge müssen zum einen verstehen, wie unser Land funktioniert, wie unsere Menschen funktionieren. Funktionieren ist hier ein falsches Wort, wie unsere Menschen ticken, wie hier die Dinge laufen. Dass hier zum Beispiel, es ist ja angeklungen, Werte von Pünktlichkeit und ähnlichen Dingen hier sehr hoch im Kurs stehen. Das ist in anderen Nationen traditionell aufgrund der Herkunft, der althergebrachten Tradition weniger der Fall. Aber das sind alles Dinge, das sind kulturelle Dinge, über die kann man sprechen. Da kann man auch Abende anbieten, wo man einfach mal den Menschen zeigt, warum sind diese Kulturen so und was ist in diesen Kulturen anders, welche Hintergründe gibt es im Zweifel dafür. Aber den Menschen auch sagen, also hier gibt es gewisse Regeln, an die sollten sich alle halten, damit wir in einer vernünftigen Art und Weise hier zusammenleben können. Und wenn das gelingt im ersten Schritt, glaube ich schon, kann es auch ein bereichernder Prozess sein, wo man voneinander ein Stück weit lernt. Ich glaube, es ist am besten, den konkreten Menschen gegenüber zu stehen und auch nicht nur über drei Ecken, über die Situation zu sprechen, die man im Zweifel selbst noch nie erlebt hat. Ich glaube, man braucht die konkrete Situation und die wird nicht immer problemfrei sein. Während ein Vertreter der Polizei berichtete, dass es wenig Auffälligkeiten außerhalb der Heime gibt, sondern Einsätze meist Rinner folgen, fing die Stimmung leicht an zu brodeln. Von Drogenhandel über Diebstahl und Vergewaltigung wurden Befürchtungen artikuliert. Es kann nur durch beharrliche Arbeit weiter in den entsprechenden Gremien, durch Einbeziehung aller hier, die sich einbringen wollen, gelingen, Ängste und Befürchtungen ein Stück abzubauen. Die sind ja auch nicht immer unberechtigt, das will ich gar nicht verhehlen. Und da, wo es Probleme hier gibt, da muss auch mit allen Mitteln, die der Rechtsstaat zur Verfügung hat, gegen Verfehlungen vorgegangen werden. Und da muss vielleicht auch das eine oder andere seitens des Gesetzgebers auch noch verschärfend getan werden. Aber ich sage auch den Menschen, die wirklich mit einer vernünftigen Art und Weise zu uns kommen und sich hier einbringen möchten, die einfach Ruhe und Frieden nur haben wollen, also nach Kriegsgeschehen in ihrer Heimat, denen sollten wir helfen. Das sagt schon der Anspruch des christlichen Abendlandes, in dem wir ja leben. Beim zweiten Bürgerforum sollte es in erster Linie um Möglichkeiten zur Integration gehen. Dazu hatte man sich Vertreter der Bündnisse aus Kamenz und Hoyerswerda sowie des Mehrgenerationenhauses in Bernsdorf geholt. Ihre Erfahrungen sollten erst einmal zeigen, wie kann man überhaupt etwas anschieben und was wird gebraucht. Drei Punkte standen am Abend fest. Sprachkurse. Das ist das erste große Thema, weil nur wenn man eine Sprache spricht, auch im sprichwörtlichen Sinne, kann man gut miteinander umgehen und leben. Sprachkurse fängt bei den Kleinsten an, sicherlich bei den Kindern, die es glaube ich am leichtesten lernen. Das haben wir heute auch von verschiedenen Rednern gehört, selbstverständlich auch die Erwachsenen. Zweiter Punkt, Kinderbetreuung, Sport und Freizeit. Durchaus auch Betreuung für die etwas Größeren, ja, weil sie brauchen eine Tagesstruktur. Und, das ist ein bisschen überleitend zum Dritten, Alltagsbegleitung. Wie erkläre ich den Menschen, wie unser Land funktioniert, wo die wesentlichen Ansprechpartner sind, wo welche Behörden sind, warum man einen Fahrplan bei uns anders lesen sollte, vielleicht im Zweifel als in einem südlichen Land, weil hier im Zweifel hoffentlich die Busse oder Züge pünktlich sind. Ja, also alles solche Dinge. Und das sind, glaube ich, drei Bereiche, die wir erstmal beackern sollten. Vielleicht kommen noch weitere dazu, mag ich nicht abzuschätzen, aber ich glaube, das sind drei wesentliche Punkte, habe ich heute so für mich herauskristallisiert. Und wir werden Kanäle bieten, dass sich die ehrenamtlichen freiwilligen Helfer melden können. Wir werden das tun über eine private E-Mail-Adresse des Herrn Murk aus Lauter, der sich dankenswerterweise dafür zur Verfügung gestellt hat. löwenherz55@yahoo.de, löwenherz mit OE. Darüber wird die Stadt aufbauen in der nächsten Zeit. Eine städtische Homepage, also da hängt dann das @lauter.de hinten dran, wo auch diese Dinge, also Hilfsangebote und Anfragen, uns zugereicht werden können. Wir würden sie dann weiterreichen an das Bündnis, was ja noch im Aufbau begriffen ist. Und selbstverständlich geht alles nur in enger Abstimmung mit dem Betreiber, also mit dem Herrn Scheer und mit dem Landratsamt, Ausländeramt, weil das sind die handelnden Personen. Wir begleiten gern, weil meine Aufgabe als Bürgermeister, unsere Aufgabe als Stadtrat ist es, den sozialen Frieden in unserer Stadt zu bauen, nach innen und nach außen.
Wenn das Asylbewerberheim in Laubusch in Betrieb geht, werden 120 Plätze dort zur Verfügung stehen. Nach dem aktuellen, aber vermutlich nicht endgültigen Verteilungsschlüssel des Landkreises muss Lauter aber bis Ende 2016 insgesamt 215 Flüchtlinge aufnehmen. Wir werden uns demnächst mit der Stadtverwaltung und auch mit dem Stadtrat dazu verständigen, wo es Möglichkeiten eventuell für weitere Unterkünfte geben könnte, weil wir müssen einen Plan B haben. Wir müssen Dinge, ich sage es jetzt mal so deutlich, in der Schublade haben. Das Landratsamt wird wieder anfragen und das Landratsamt ist die Unterbringungsbehörde. Das Landratsamt kann bei fehlender Beteiligung der Städte und Gemeinden durchgreifen. Das heißt, sie können uns dann schlicht und ergreifend Sport- oder Turnhallen ich möchte sagen, fast beschlagnahmen, wahrscheinlich juristisch jetzt nicht ganz richtig, aber es geht in die Richtung. Also es sind dann fast Zwangsmaßnahmen, da werden dann Flüchtlinge untergebracht. Das wollen wir nicht, das habe ich auch heute hier deutlich gemacht. Die Bürgerschaft, das habe ich deutlich aus dem Applaus gemerkt, sieht das genauso. Denn es gilt, im Schul- und Vereinssport und auch die anderen normalen Aktivitäten, die in unserer Stadt laufen, dadurch nicht zu behindern. Weil das darf nicht passieren. Die deutsche Bevölkerung, unsere einheimische Bevölkerung darf nicht das Gefühl bekommen, dass hier eine Zweiklassengesellschaft aufgezogen wird. Es gilt für alle das gleiche Recht und wir wollen versuchen, auch für die zu uns kommenden Menschen Möglichkeiten zu schaffen. Allerdings nicht in den Strukturen, die wir brauchen für unser übriges kommunales Leben. Das darf in keiner Weise zum Erliegen kommen. Der Landrat, der sieht es dankenswerterweise auch so. Und wir müssen dort versuchen, Angebote unsererseits in der Schublade zu haben, wenn der Druck beim Landkreis wieder steigt und die Nachfragen kommen, sodass wir dann etwas anbieten können. Die Diskussion in Lauter wird anhalten und daher will der Bürgermeister eine weitere Versammlung für die Einwohner anbieten. Dann soll konkret zum Nutzungskonzept des Heimes und zu Sicherheitsaspekten gesprochen werden.